Ich weiß, dass ich seit geraumer Zeit, vor geraumer Zeit, meinen YouTube-Kanal zum Beispiel auf Neukundengewinnung B2B mit kleinem Marketing umbenannt habe, was nicht bedeuten soll, dass wir uns ausschließlich auf Neukundengewinnung im eigentlichen Sinne fokussieren oder spezialisiert haben. Das haben wir natürlich, aber in unserem eigentlichen Sinne bedeutet Neukundengewinnung eigentlich wie so eine Art Matrix, sehen wir das. Ja? Also wenn du dir mal so vorstellst, so eine Matrix, ja, so ein Quadrat, und du hast links oben deine Prospects. Und das ist die eigentliche Neukundengewinnung, so wie es die meisten da draußen verstehen. Viele haben aber dann auch noch, sagen wir mal, sowas wie Bestandskundenpflege auch noch auf ihrem Programm. Häufig viel zu, viel stiefmütterlich behandelt, ja, muss man ganz ehrlich so sagen. Das wäre dann sozusagen der nächste Punkt und der Matrix. Und der dritte Punkt wäre dann Reaktivierung von ehemaligen Kunden, also die quasi keine zahlenden, laufenden Kunden mehr sind, aber sagen wir mal in der Vergangenheit irgendwann, vor einem Jahr, vor zwei Jahren, vor drei Jahren, zu weit würde ich nicht zurückgehen. Weil wenn man zu weit zurückgeht beim Reaktivierungs- und das ist auch gleichzeitig das Problem, dann ist es quasi wieder wie Neukundengewinnung. Also das sage ich gleich noch was dazu. Und es fehlt noch der vierte Punkt, um diese Matrix auszufüllen. Und das ist etwas, wo die allerwenigsten auf dem Radar haben, und das ist letztendlich die Mitarbeiter. Also letztendlich auch nicht nur die Sales-Mitarbeiter oder Marketing-Mitarbeiter, das meine ich jetzt nicht, sondern ich meine, jegliche Mitarbeiter sind gleichzeitig, wenn man es richtig macht, auch Vertriebsmitarbeiter. Das heißt, selbst jemand, der in der Buchhaltung arbeitet, aber gut über einen redet, kann letztendlich hier dazu beitragen. Es gibt ja so einen Spruch, dass nur drei Kontaktpoints weiter letztendlich man die komplette Welt kennt. Und letztendlich auf LinkedIn kann man das ja so schön sehen. Ne? Also wenn man irgendwann mal 10.000 Follower hat, dann hat man letztendlich über drei Ecken rum, ist man mit der kompletten LinkedIn-Plattform verknüpft, theoretisch. Weil es potenziert sich, ja. Es ist exponentiell sozusagen. Und diesen Aspekt, den hat man letztendlich in den Mitarbeitern, die jemanden kennen, der kennt wieder jemanden und so weiter. Das heißt, das sind so die vier Aspekte, die häufig außer Acht gelassen werden. Das heißt, wie behandle ich meine Mitarbeiter? Mache ich meine Mitarbeiter gleichzeitig auch zu empfehlenden Personen, Vertrieblern, ja, auch wenn sie im eigentlichen Sinne gar keine Vertriebler sind? Häufig sind sie sich dessen gar nicht bewusst. Sie empfehlen einfach einen Arbeitgeber weiter. Und das andere ist eben, dass häufig die Reaktivierung von ehemaligen Kunden überschätzt wird, denn Kunden verändern sich. Ja, wenn also zu lange die Zusammenarbeit her ist, dann hat sich häufig der Kunde sehr stark weiterentwickelt. Und wenn er es nicht hat, dann ist es vielleicht gar nicht so ein guter Kunde gewesen. Ja, dann willst du ihn vielleicht gar nicht mehr reaktivieren. Und unterschätzt wird die Bestandskundenpflege. Also da wird häufig viel auf der Strecke gelassen. Also es ist natürlich ein Vielfaches leichter, einem bestehenden Kunden, sagen wir mal, nochmal ein Stück weiter des Weges zu helfen, indem man sozusagen noch die eine oder andere zusätzliche Dienstleistung hier vermittelt. Ja. Das soll es gewesen sein zu dieser Matrix. Ich denke mal, von den Lichteffekten her auch sehr interessantes Video. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, dein Thomas Klein. Ciao.